Uns bedrückt auch das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung in Gaza. Die humanitäre Versorgung für die Zivilisten muss besser werden. Mark und ich sind überzeugt, dass die Zwei-Staaten-Lösung auf mittlere Sicht der einzige Weg ist, damit Israelis und Palästinenser in Frieden leben können. Er ist ein Heuchler, oder? Weil gerade hat er doch zugegeben, dass Israel Kriegsverbrechen begeht. Oder wie ist es sonst, geht es der Zivilbevölkerung vom Gazastreifen so schlecht? Er hat nicht ein Wort gesagt, dass das Terroristen sind. Sind sie auch nicht. Aber Israel bekämpft den ganzen Gazastreifen, legt den Gazastreifen in Schutt und Asche. Warum? Weil man ja die Hamas-Terroristen bekämpfen will. Scholz weiß ganz genau, dass man diese Kriegsverbrechen von Israel nicht mehr verheimlichen kann, weil diese Bilder aus dem Gazastreifen eben viral gehen und die ganze Welt schaut zu. Und deswegen ist es eben jetzt diese heuchlerische Anteilnahme, die er an den Tag legt und die ihm eigentlich keiner abnimmt, oder? Dabei wäre es doch so einfach, Herr Scholz. Sagen Sie klipp und klar, dass Israel damit aufhören soll. Solidarisieren Sie sich nicht mit diesen Kriegsverbrechen. Setzen Sie sich für den Gazastreifen ein. Hören Sie auf, uns erzählen zu wollen, dass es sich dabei um Verteidigung handelt, was Israel so an den Tag legt im Gazastreifen. Sprechen Sie ein Machtwort aus. Sanktionieren Sie Israel. Sie haben doch Ahnung. Sie haben es doch auch mit Russland gemacht, oder? Seien Sie doch einmal wenigstens in Ihrem Leben so tolerant und vielfältig, wie Sie es immer von sich geben. Sie tun doch immer so einen auf demokratisch und wollen eine bessere Welt. Dann setzen Sie sich wirklich mal für Menschenrechte ein. Jetzt haben Sie die Chance dazu.